nicht nur Sie, wie Odo Marquardt das Phänomen nennt, Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Who the fuck ist Odo Marquardt? Was denkt sich ein bundesbeamteter Lehrer, der über den Angabezettel kompetenzorientierte Schularbeit schreibt? Wie wurden denn Schularbeiten die ganze Menschheitsgeschichte lang bis vor 6 Jahren, bis zur klammheimlichen Etablierung der Bifi-Diktatur geschrieben? Nicht kompetenzorientiert. Den Schwachsinn im Unwort, liebe Bildungsexperten, nennt man Pleonasmus. Na, erstens nochmal herzlichen Dank für die Ermunterung. Ich glaube, tut uns allen gut. Nein, aber das Zweite, was ich bei dem Text ja aus biografischen Gründen so fantastisch gefunden habe, ist, und ich erzähle das jetzt, weil wir beide kennen uns wirklich lang von der Uni. Und die Geschichte war ja so, dass während ich im Sozialistischen Studentenverband war, ist der Robert bei der SOAL gewesen. Das waren die Trotzkisten. Und ich muss dazu sagen, das war immer so ein bisschen eine Auseinandersetzung. Er hat uns wahrscheinlich gefunden, wir sind die abgehobenen Kräfte der Reaktion. Während ich gefunden habe, irgendwie so lebensnah ist das, was Sie vertreten, ja auch nicht wirklich. Und was ich so großartig dann fand, ist, dass ausgerechnet der Robert dann viele Jahre danach ein Buch über die Gründungsfigur, die Zentrale der Sozialdemokratie, geschrieben hat. Und habe dann gedacht, unser Koordinatensystem hat sich eigentlich ganz gut parallel verschoben. Sehr weit von dem, wo wir begonnen haben, sind wir eigentlich dann auch wieder nicht. Und ich habe dann mit besonderem Schmunzeln diesen Satz gelesen über die Anarchisten. Ich habe das nicht gewusst, dass das Adler gesagt hat. Der gemeint hat, ein Anarchist ist ein Mann, der wartet, bis irgendwer ein Attentat verübt und sich dann freut. Und das war irgendwie so meine persönliche Genugtuung. Ich habe gesagt, das ist der Satz, den hätte ich damals gern gewusst, den hätte ich um die Ohren gehauen.